Yo, hey Leute und willkommen zu einem weiteren Pokémon Go Video. Ja, heute gibt es wieder für euch einen Guide, wie man Pokémon Go auf dem PC spielen kann. Aber der größte Dank gilt an meiner Pokémon Go Gruppe in WhatsApp, die mir die Info gegeben haben, dass es wieder möglich ist, mit einem kleinen Trick Pokémon Go auf dem PC zu spielen. Aber da gibt es ein Aber, was halt wirklich sehr wichtig ist zu beachten. Vielleicht wird es den einen oder anderen ein bisschen aufregen. Aber ich sag das direkt halt am Anfang schon. Zuerst kommen wir halt zu den Punkten, die gehen. Auf jeden Fall, wir sehen schon mal ein sehr, sehr flüssigeres Gameplay. Das geht auf jeden Fall klar. Also ich spiele hier mit 60 FPS. Die Pokébälle schmeiße ich mit der Maus natürlich und steuern kann ich mit WASD. Mit der Taste 1 und 2, wie ich es hier eingestellt habe, können wir rein- und rauszoomen. Das kann ich euch gleich auch nochmal zeigen. Und ihr seht schon links oben, wir nutzen PGS Hub. Das ist diese Modification für jedes Android-Smartphone, damit man Pokémon Go spoofen kann. Ihr könnt euch also praktisch hin und her teleportieren, wo ihr auch wollt. Ihr braucht aber natürlich einen Lizenzcode. Und diesen Lizenzcode bekommt ihr natürlich bei PGS Hub. Es gibt aktuell kostenlose Keys, also das Video wird sich kostenlos orientieren, ja. Des Weiteren könnt ihr auch in meiner WhatsApp-Gruppe beitreten. Dort gibt es auch zwischendurch mal Keys für euch kostenlos. Oder in meinem Discord, da könnt ihr einfach mal vorbeischauen. Also mit der Taste 1 und 2 habe ich es jetzt eingestellt, dass ich so zoomen kann. Und mit WASD kann ich praktisch selber laufen. Ich habe jetzt einfach eingestellt, dass ich automatisch laufe. Aber jetzt seht ihr rechts oben, wenn ich hier mich bewegen will, dann funktioniert das Ganze ohne Probleme. Also, ihr seht, Pokémon Go geht ohne Probleme. Auf dem PC, und das ist der Nox App Player. Man sollte halt wenigstens einen halbwegs guten PC haben. Man braucht jetzt kein High-End-Gaming-System, ja, also es reicht ein ganz normaler PC, wo wirklich eine minimal gute Grafikkarte ist. Ich sag mal, ab einer Nvidia GTX 560 vielleicht schon aufwärts. Bei AMD ab einer ATHD 4600, ihr wisst, was ich meine. Also ab dieser Grafikkartenreihe könnt ihr schon mal darüber gehen, weil das sind diese Mindestvoraussetzungen für Nox-Player, das ihr braucht. Nox-Player gibt es für Windows-Betriebssysteme und für Mac-OS-Betriebssysteme. Also könnt ihr praktisch auch auf dem Mac-OS Pokémon Go spielen, ja. So, also mehr will ich jetzt dazu nicht sagen. Wir wollen direkt zum Guide kommen. Ihr habt jetzt gesehen, dass es funktioniert. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal die Anwendung schließen. So. Also, wir haben den Nox-App-Player geschlossen. Ich habe euch von 1, 2, 3 bis zum 4. Link alles nach der Reihenfolge in die Videobeschreibung gepackt, woher ihr den Nox-App-Player bekommt, woher ihr PGS Hub bekommt und wo ihr euch einen Account erstellen müsst. Also, ganz wichtig für euch Leute ist es wirklich hier zu merken und wirklich auch zu wissen, mit PGS Hub kann man leider nur, oder PGS Hub, keine Ahnung, einer hat einen Kommentar geschrieben, man soll PGS Hub aussprechen, ist mir aber jetzt relativ jucke. Es geht darum, dass man mit PGS Hub braucht man kein Root, und was sehr, sehr wichtig ist, was die Leute wirklich immer missverstehen oder gar nicht verstehen, hier, das markiere ich euch nochmal, es funktioniert nicht mit Google und Facebook Accounts. Das bedeutet, ihr müsst euch sozusagen einen neuen Trainer Club Account erstellen. Ihr müsst praktisch von vorne anfangen. Aber was eigentlich halb so schlimm ist, denn man kann mit ein paar Tricks das Level 25 bis 30 ziemlich schnell erreichen. Also ich habe es in 4 Stunden schon geschafft, das geht in einem bestimmten Spot, dann bekommt ihr auch nochmal hier die zusätzliche Glückseier, damit geht das alles wirklich ratzefatze und ihr habt dann praktisch die Möglichkeit von eurem PGS Hub Account, der auf eurem PC läuft, ja, eure Pokémon auf eurem Hauptaccount zu transferieren, einfach rüber zu schicken, ja, und das geht eigentlich richtig easy. Also, wir gehen davon aus, dass ihr jetzt auf jeden Fall damit einverstanden seid, einen neuen Account zu erstellen. Das ist halt wirklich sehr wichtig. Mit dem Main-Account könnt ihr nicht spielen, es sei denn, ihr habt euren Main-Account im Trainer-Club oder Niantic Kid Club. Ihr geht auf die Seite hier, die habe ich euch auch nochmal verlinkt. Dort könnt ihr dann euren Trainer-Club-Account erstellen. Ich habe das bereits getan. Dann tut ihr da praktisch alles ausfüllen. Achtet dabei, dass es nicht 2020 ist, sonst geht das Ganze natürlich nicht. Und wenn ihr das gemacht habt, dann müsst ihr hier euren Benutzernamen auswählen, eure E-Mail-Adresse eingeben. Und ganz, ganz wichtig, Leute, ihr müsst die E-Mail-Adresse verifizieren, sonst könnt ihr euch nicht einloggen. Ja, das ist nochmal sehr, sehr wichtig. Wenn ihr euren Account erstellt habt, kommen wir dann gleich nochmal zum Sprechen jetzt dabei, was ihr nochmal beachten müsst zum Einloggen. Ja, aber das verwechseln auch nochmal viele. Ladet euch jetzt PGS Hub runter, hier unter Downloads, ja, könnt ihr das herunterladen. Da wird dir die aktuellste Version angeboten. Das ist die PGS Hub 1.25 Version, wie ich richtig gesehen habe, oder 1.1, ja, PGS Hub 1.1.25 ist die aktuellste Version, die könnt ihr euch runterladen und
Ihr braucht natürlich einen Code und den könnt ihr free trial für 7 Tage, könnt ihr euch den holen oder in meinem Discord, schaut ihr mal vorbei oder auf meiner WhatsApp-Gruppe, ist auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Registrieren, dann bekommt ihr euren Code und dann könnt ihr das testen. So, ihr klickt jetzt hier auf Download von Big Nox, also Nox Setup, ladet euch praktisch die Setup-Datei runter von vom Nox App Player und dann werden wir jetzt auch den Nox App Player starten, Ganze, und dann werde ich euch jetzt zeigen, wie ihr den Nox App Player konfigurieren müsst, damit ihr Pokémon Go auf dem Nox App Player gut spielen könnt, beziehungsweise ja, starten könnt, spielen könnt, dass es einwandfrei läuft, ne? So, jetzt wird der Android-Emulator praktisch eingerichtet. Da müsst ihr euch mal einen ganz kleinen Moment gedulden. Und wenn das fertig ist, seid ihr hier schon auf der Startoberfläche und wir gehen hier jetzt auf der rechten Seite oben auf dieses Zahnrad. Dort klicken wir drauf und dann haben wir hier die Systemeinstellungen. Dann können wir hier ein paar Sachen einstellen und das müssen wir auch auf jeden Fall machen. Wir gehen auf Leistungseinstellungen, stellen hier erstmal auf hoch 4-Core-CPU ein. Es sei denn, ihr habt einen Dual-Core, dann geht das natürlich nicht. Also euer Hauptprozessor vom System. Und ihr solltet auf jeden Fall mindestens 8 GB RAM haben, damit das überhaupt funktioniert. Ja. Mit 6 GB, keine Ahnung, ob das Ganze funktioniert. Ich habe jetzt 32 GB RAM, aber ich habe es schon mit dem 8 GB RAM-Riegel ausprobiert gehabt, schon vor längerer Zeit, und da liefen auch alle Spiele ohne Probleme, die ich spielen wollte. Also ich stelle es auf hoch. Ich gehe mal davon aus, dass jeder von euch ein 4-Core-CPU hat und 4 GB RAM mindestens. Dann guckt ihr hier, dass verbesserte Kompatibilitätsmodus OpenGL Plus aktiviert ist. Und hier unten ganz wichtig, Auflösungseinstellungen für Smartphones einstellen, weil wir wollen ja nur ein Smartphone-Game spielen und kein Tablet-Spiel. Das ist wirklich sehr wichtig, weil sonst stürzt das Spiel öfters mal ab, weil die Auflösung nicht richtig erkannt wird und so weiter und so fort. Das ist auch bei den meisten Tablets so. Also bei meinem Galaxy Tab S5e hat Pokémon Go wirklich, na, wie soll ich sagen, es hat nicht geruckelt, aber es ist echt scheiße gelaufen. Jedes Mal abgestürzt durch diese verkackte Auflösung. Deswegen müsst ihr halt darauf achten, auf Smartphones einstellen. Dann klicken wir auf Interface, da könnt ihr nochmal eure Mauszeiger einstellen. Ich nehme meistens immer den hier, sieht immer ganz interessant aus. Das ist aber nur Nebensache, bei Toneinstellungen braucht ihr nichts. Spielinstellungen sind wieder wichtig. Stellt es hier auf 60 FPS, das ist auch sehr wichtig, damit ihr ein wirklich flüssigeres Gameplay habt. Und dann braucht ihr eigentlich nur noch hier bei Handy und Modell Internet einfach ein Smartphone auswählen. Ich wähle jetzt zum Beispiel das Galaxy Note 10 Plus aus. Und das war's auch schon, dann machen wir Änderungen speichern. Und wir müssen den Emulator natürlich dann neu starten. Der startet dann automatisch neu. So, jetzt sind wir wieder in unserem Nox App Player drin. Und wir schieben jetzt hier die PGS Hub APK hier rein, die wir runtergeladen haben. Dann wird das Ganze automatisch installiert. Das sehen wir dann hier. Dann dauert das Ganze ganz kurz. So, und dann sind wir schon mal mit der ersten Runde fertig. Dann können wir schon Pokémon Go starten und das hier schon mal schließen. Dann schiebe ich das Ganze nochmal hier ein Stück weiter runter, einfach sicherheitshalber wegen dem Namen. Und dann können wir das Ganze hier jetzt nochmal einstellen, diese K-Mappings. Ich werde das jetzt bei mir wegmachen, weil ich muss das euch ja nochmal richtig zeigen. Erstmal hier so hoch, so. Und hier müsst ihr eigentlich nur ein Geburtsdatum auswählen, mehr nicht. Ich mache einfach irgendeins, dann auf Absenden. Und jetzt kommt der allerwichtigste Punkt. Wenn ihr einen neuen Account erstellt habt, naja, egal. Auf jeden Fall, Leute, hier PGS Hub haben wir hier schon mal also runtergeladen und wir müssen jetzt wirklich darauf achten, beim Niantic Club, wenn ihr den erstellt habt, ne, ihr macht nur einen Account, müsst ihr auf, das wollte ich nicht öffnen, auf neue Spieler gehen, ja, und dann Pokémon Trainer Club und dann mit dem hier anmelden. Ihr seid kein wiederkehrender Spieler, das funktioniert nicht. Es sei denn, ihr habt einen Account bereits mit dem Trainer Club, dann könnt ihr auf zurückkehrender Spieler gehen, dann geht das. So, ich werde mich jetzt hier kurz einloggen mit meinem Namen und mit meinem Passwort, den Account, den ich erstellt habe. Und wir sehen uns gleich wieder. So, wenn ihr euch erfolgreich, beziehungsweise sobald ihr anfängt, euch einzuloggen, müsst ihr eine Activation machen, ja? Und dann kommt hier dieser Key in Frage, den ich euch gezeigt habe, woher ihr ihn bekommt. Wenn ihr diesen Key habt, dann fügt ihr den hier ein und klickt einfach nur noch auf OK. Und dann hier links oben auf Done. Das war's dann auch schon. Und das mache ich jetzt kurz und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe das gemacht, was ich euch gesagt habe. Ich habe den Key eingefügt, ich habe dann auf Down geklickt und schon kann ich mich einloggen. Jetzt seht ihr halt zwar hier so einen irgendeinen Namen von mir, aber das ist mir relativ egal. Ist ja eh nur ein Test-Account, um euch das zu zeigen, dass es auch wirklich funktioniert. Hier oben sehen wir dann die PGS Hub-Logo-Seite und wir sehen, wir laden ins Spiel. Jetzt müssen wir uns einfach ganz kurz noch gedulden. So.
So. Dann würde ich sagen, wir sind, glaube ich, da, wo wir auch sein wollen. So, Leute. Wir sind hier in Pokémon Go drin, wie ihr sehen könnt. Hier können wir das nochmal verschieben, das ist von PGS Hub. Und ja, jetzt kommt halt das Wichtigste. Viele von euch haben keinen Bock, mit der Maus hier zu steuern. Und man kann ja nicht so reinzoomen und so. Da gehen nochmal ein paar Tricks, ja. Ihr klickt hier rechts oben auf dieses Tastatursymbol bei Case Set. Und dann klickt ihr hier auf D-Pad. Und setzt diesen D-Pad einfach mal ein bisschen kleiner, so. Und schiebt euch den einfach hier rechts unten hin. So ungefähr. Der müsste hier eigentlich perfekt passen, ja. In der Theorie könnte man eigentlich GPS-Simulation machen, aber ich weiß nicht, ob das immer gut funktioniert. Da könnt ihr das irgendwo hinsetzen, wo ihr wollt. Das Ganze funktioniert aber nicht immer. Ich teste das jetzt mal für euch. Nee. Also wie ihr seht, diese Simulation funktioniert nicht, deswegen nutzt die gar nicht. Ihr müsst schon das von PGS Hub nutzen. Das heißt, ihr klickt hier auf D-Pad, zieht das ein bisschen kleiner, schiebt das euch irgendwo hier runter zum Beispiel. Und dann braucht ihr natürlich noch den Zoom, der sehr, sehr wichtig ist, weil manchmal zoomt ihr ins Spiel rein und dann kommt ihr nicht mehr raus davon. Ihr macht das ganz einfach so. Ihr drückt einfach, wie gesagt, hier auf den Zoom hier, dann schiebt ihr euch das hin, wo ihr es haben wollt. Ich tue es meistens immer hier so hoch ungefähr. Kleiner kann man es nicht machen. Und dann, dann machen wir das auf 2 und das auf 1. So, und speichern. Und dann können wir mit 1 rauszoomen, mit 2 reinzoomen, ja. Jetzt nochmal ganz wichtig, wir schieben das hier runter. So, dass es hier reinpasst. Und dann können wir mit WASD, wie ihr seht hier so, seht ihr das rechts unten, können wir jetzt unseren Charakter steuern. Und wenn ihr die linke Maustaste halt haltet und da euch dann hinbewegen wollt, dann geht das auch. Mit PGS Hub könnt ihr dann die Geschwindigkeit erhöhen und dann einfach loslaufen. Pokémon ganz normal anklicken, das geht auch. Natürlich die Kamera müsst ihr ausmachen, das funktioniert nicht. No. Das müsst ihr halt daran denken. Und dann könnt ihr die Bälle schmeißen. So. Und jetzt kommt die Frage, mein Spiel läuft nicht mit 60 FPS, ich sehe rechts oben nur 30. Genau. Denn wir müssen nochmal eine Einstellung machen, die ganz, ganz wichtig ist. Die geht aber erst, nachdem man das Spiel einmal gestartet hat, warum auch immer das so ist. Das heißt, wir werden ganz einfach hier in den Einstellungen gehen. So, Leistungsmodus, Quatsch, Spieleinstellungen und hier High FPS muss aktivieren, einfach auf 120 FPS. Dann werden diese FPS, die wir in jedem Spiel haben, wenn zum Beispiel ein Spiel für 30 FPS begrenzt ist, werden diese 30 FPS auf 60 FPS hochgeboostet. Ja? Wenn ein Spiel 60 FPS maximal kann, kann das Spiel nach diesem Upgrade durch diese Einstellung 120. Deswegen geht bei dem Nox App Player bis zu 120 FPS. So, das haben wir jetzt gemacht. Wir gehen so mal in Pokémon Go rein, dass ich das euch zeigen kann, dass das wirklich auch flüssig ist. Dann seht ihr hier rechts oben auch nochmal die FPS-Anzeige. Und da warten wir jetzt einfach mal ganz kurz. So. Kann natürlich immer wieder dauern. Wem das hier stört, das kann man, glaube ich, ausblenden. Und zwar hier K-Mapping-Switch. Zeige die Anweisung, wenn das Spiel startet. Ihr könnt das praktisch ausmachen. Das müsste dann eigentlich dann trotzdem gehen, dass das dann funktioniert. Schauen wir mal ganz kurz. So. Okay. So, und wir sehen hier, es geht hoch auf 60 FPS. Ja, das war's auch schon mit dem ganzen Guide. So, das Einzige, was jetzt nicht funktioniert, ist das hier. Das kann man, glaube ich, wegmachen. So, ja, jetzt ist es genau das. Nee, das ist nicht so. Stört mich ein bisschen, dass es angezeigt wird. Opazität-Einstellung, mal gucken, ob das das ist. Ja, jetzt habe ich es gefunden. Ja, moin. Das war ein kleiner Fehler jetzt zu mir. Warum auch immer Opazität hier steht, das ist eigentlich transparent. Aber jetzt funktioniert es, damit es euch nicht nervt, ne? Also diese Symbole hier, wenn ihr das auf 100% stellt, dann sieht man das Ganze sehr stark. So, seht ihr? Dann könnt ihr praktisch die Tasten hier nochmal ganz genau sehen. Und das würde euch vielleicht stören in dem Sinne. Deswegen habe ich euch das jetzt nochmal gezeigt, wie ihr das wegmachen könnt. Gut, mehr gibt es nicht zu zeigen. Ich hoffe, das hat euch jetzt gefallen. Ich habe alles jetzt in dem Video nochmal euch erklärt und beschrieben. Was ihr beachten müsst, wie ihr spoofen könnt, wisst ihr ja mit PGS Hub. Also das sind immer noch dieselben Einstellungen. Es ging ja hauptsächlich nur darum, wie man Pokémon Go auf dem PC spielen kann. Und mehr will ich euch jetzt nicht zeigen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Video. Und nicht zu vergessen, abonnieren, liken. Schreibt in die Kommentare, wie das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.